Was geht ab, Leute? Mein Name ist Wildes Chaos oder auch Jonas, je nachdem, was euch besser gefällt. Es freut mich, dass ihr mal wieder eingeschaltet habt zu diesem neuen Video. Heute gibt es mal wieder Sport, wie man an meinem T-Shirt erkennen kann, denn immer wenn es Sport gab, habe ich dieses T-Shirt angehabt und wir gehen heute Motorrad fahren. Heute hat dieses T-Shirt eigentlich keinen Zweck, aber es lag halt ganz oben im Schrank. Also es ist auf jeden Fall alles gepackt, alles eingeräumt. Dementsprechend können wir jetzt auch gleich starten. Wir fahren mal wieder auf die Strecke, wo bisher fast jedes MX-Video von mir gedreht wurde. Daher kennt ihr die Strecke auf jeden Fall schon. Aber ich habe heute auf jeden Fall einige Punkte auf meiner Liste, die ich versuchen will, mal umzusetzen. Wir machen jetzt gleich los. Ich bin heute auch nicht alleine. Ich habe einen Kameramann, hoffe ich zumindest. Und da schauen wir mal, was heute bei rumkommt. Also dann, bis später. So, wir sind jetzt angekommen. Wie ihr seht, ich bin auch schon umgezogen. Alles ist ausgeladen und wir können jetzt auch gleich anfangen zu fahren. Es ist, glaube ich, keiner da. Also als wir hergekommen sind, noch welche da. Jetzt sehen wir keinen mehr. Aber vielleicht hat es auch einen Grund, dass keiner mehr da ist. Wir werden es sehen. Also gucken wir uns einfach mal die Strecke an. So, also wie schon gesagt, ihr kennt die Strecke eigentlich schon von den anderen Videos, außer von einem. Daher ist es jetzt eigentlich eher eine kleine Besichtigungsrunde für mich, wie die Strecke so aussieht. Also schauen wir einfach mal. Ja, hier ist schon ein bisschen Wasser. Durch und es ging eigentlich nicht schlecht. Die Strecke ist eigentlich ganz gut bewässert tatsächlich. Ich weiß nicht, ob das am Regen lag oder ob es einfach wirklich bewässert wurde. Geht auf jeden Fall ganz gut. Zerbombt ist es auf jeden Fall, aber es hält sich im Rahmen. Jetzt ist noch kurz ein bisschen Pause angesagt und dann werde ich mal schauen, dass das, was auf meiner To-Do-Liste steht, heute abgearbeitet wird. Ich habe es jetzt mal so ein bisschen schon versucht. Schauen wir einfach mal und dann sehen wir uns bestimmt gleich wieder auf der Strecke. Die Dinge, die ich vorhabe, sind einerseits ordentlich schalten. Es klingt halt dumm und es ist halt auch eigentlich einfach, aber irgendwie, weiß nicht, schalte ich zu spät, schalte halt so wie auf der Straße und das ist halt falsch. Zweite Sache ist, Vorderbremse, das war die Kupplung, Vorderbremse mit einzusetzen, das mache ich nämlich auch gar nicht beim Bremsen, würde mir aber einiges wahrscheinlich erleichtern an Verkrampftheit. Dementsprechend ist das das Zweite und ansonsten einfach versuchen, auf Drehzahl zu bleiben und dann schauen wir mal, was bei rumkommt. Ich versuche das Ganze jetzt einfach mal so ein bisschen. Zweites Mal fahren ist jetzt auch durch. Ich bin eigentlich wirklich sehr zufrieden mit mir. Ich meine, ich weiß jetzt nicht, wie man es in den Aufnahmen erkennen konnte, aber ich habe es wirklich versucht umzusetzen. Hat auch gut funktioniert. Das Beste daran war auf jeden Fall, dass ich gemerkt habe, dass es besser läuft, wenn ich es so mache, wie ich es machen soll. Dementsprechend ist das schon mal sehr positiv und ich habe jetzt schon die Pause gemacht, die halt anstand. Und jetzt werde ich mal abschließend noch ein paar Runden drehen und ihr bekommt jetzt noch ein paar zusammengeschnittene Clips. So, es geht los.
You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Ich muss sagen, es lief verdammt gut für mich jedenfalls. So, und mit diesen Worten kommen wir auch schon zum Ende dieses Videos. Ich war wirklich sehr, sehr zufrieden mit dem Tag, wie ihr vielleicht gemerkt habt. Denn ich muss wirklich sagen, es war wahrscheinlich der beste Tag, rein von meinen eigenen Leistungen betrachtet, den ich bisher dieses Jahr beim Training hatte. Daher freut es mich auf jeden Fall und ich hoffe mal ganz stark, dass es nicht einfach nur ein Glückstag war, wo alles einfach perfekt lief, sondern beim nächsten Mal fahren sich auch alles so anfühlt. Schauen wir einfach mal. Ich werde wahrscheinlich nächste Woche nochmal Motocross fahren gehen. Aber ob das dann nächste Woche auch gleichzeitig das Video ist, weiß ich noch nicht. Werden wir sehen. Ihr werdet es vor allem sehen. Aber bis dahin ist noch ein Stück Zeit und daher kommen wir jetzt erstmal wieder zu diesem Video zurück. Ich bin, wie gesagt, sehr zufrieden gewesen mit dem Tag. Habe mir auch ein paar Schrammen zugezogen, vor allem an den Händen. Ich blende euch jetzt mal hier ein Bild von meiner rechten Hand ein, also was auch gleichzeitig meine Gashand ist. Und da seht ihr auf jeden Fall ein paar, ich nenne es jetzt mal Schrammen. Das, was ihr da links auf meiner Hand seht, ist ein Blasenpflaster. Und das, was da sehr weiß durchschimmert, ist die Größe der Blase, die da unten drunter ist. Und daher könnt ihr euch ausmalen, dass ich auf jeden Fall diesmal ein bisschen mehr gegeben habe als sonst. Weil das hatte ich bisher dieses Jahr auf jeden Fall noch nicht. Auch rechts ist eine kleine Blase, aber die ist immerhin nicht offen, die andere ist komplett offen. Vorne, bevor die Finger anfangen, sieht man auch so ein paar, sage ich mal, Gebrauchsspuren. Und wie gesagt, es war auf jeden Fall ein anstrengender Tag, aber ich war sehr, sehr zufrieden, nochmal zum 12.000. Mal. Und daher gibt es jetzt auch nicht mehr viel zu sagen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ja, lasst dem Ganzen hier gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare, ob euch vielleicht was aufgefallen ist, dass es schneller aussah oder ähnliches. Ich habe mich auf jeden Fall schneller gefühlt, das ist schon mal positiv. Auch so könnt ihr natürlich gerne eure Meinung über das Video in die Kommentare schreiben, wie ihr den Schnitt fandet, die Qualität und so weiter. Alles rein damit. Wie schon im letzten Video gesagt, benutze ich ja mittlerweile ein neues Schnittprogramm und da muss ich mich erstmal richtig reinarbeiten, weil das ist nochmal ein ganzes Stück komplexer als das letzte Schnittprogramm, was natürlich auch mehr Möglichkeiten bietet. Aber das kriegen wir irgendwie hin in den nächsten Wochen und Monaten. Wir sehen uns dann nächste Woche Sonntag, wie immer pünktlich um 12 zu einem neuen Video wieder. Falls ihr noch nicht abonniert habt, macht das gern. Es unterstützt mich sehr und es ist gratis für euch. Und falls ihr euch das nicht merken könnt, dass ich jede Woche um 12 Uhr ein neues Video hochlade, dann klickt einfach auf die Glocke rechts neben Abonnieren und da bekommt ihr dann immer eine Pop-Up-Benachrichtigung, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Ansonsten, wie immer, schaut gerne auf meinen Social Medias vorbei. Alles unten in der Videobeschreibung verlinkt. Instagram bin ich am aktivsten, also schaut da gerne mal vorbei. Wir sehen uns also nächste Woche Sonntag wieder. Also dann, Leute, macht's gut und ciao. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible.